Hallo und herzlich willkommen hier bei Bird of Play mit einer leicht angeschlagenen Stimme. Es tut mir leid, mehr als das kommt heute nicht aus mir raus. Nichtsdestotrotz wollte ich mit euch heute nochmal zwei Bluebricks-Modelle etwas genauer betrachten. Einmal ein klingonischer Schlachtkreuzer der Vorcha-Klasse und ein anderer Fan-Favorite, der genau dazugehörige Antagonist, der Dederidex Warbird von Next Generation. Immer wie immer, wenn euch die Modelle gefallen, unten in der Videobeschreibung, da findet ihr die Links zu diesen wunderschönen kleinen Modellen und dann sehen wir uns jetzt gleich in der Review wieder. Ja, da sind wir und wir fangen mal an mit der Vorcha-Klasse, danach kommen wir zum größeren Dederidex und Alter, das Shit vom Dederidex geht mir ein bisschen auf den Keks, das sind wir gleich wieder dran. Vorcha zuallererst ist ein kleines Modell. Ich bin mir unsicher, ich glaube, es ist die dritte Welle. Ich glaube, die kam mit der Sovereign der NX-Klasse raus. Das Schiff hat auf jeden Fall 183 Teile und kostet 13 Euro, 12,95. Ja, ich nehme den jetzt mal ab, mal gucken, ob ich es hinkriege, ohne dass es kaputt geht. Natürlich nicht. Ich muss sagen, der Schwachpunkt des Schiffes ist der Halter. Denn ihr seht schon, ja, es wird hier, der Halter ist quasi eine Röhre, die von verschiedenen Pins festgehalten wird. Ja, du hast hier immer so eine kleine Röhre, dann kommt so ein Pin und dann steckst du das so aufeinander. Es hält nicht sonderlich gut. Im Sinne von, wenn ihr das Schiff abnehmen wollt, dann bricht mir immer oben das irgendwie ab und dann hängt die andere Hälfte quasi noch am Schiff und sieht irgendwie doof aus und dann fummel ich hier und dann habe ich es in der Hand. Das andere, was ich mich frage, warum, wir haben hier nochmal zwei Plates mit vier Noppen abgerundet, warum ist die obere Plate grün und nicht halbdurchsichtig? Weil, wenn ich mir das mal angucke, ja, von unten, die Vorcha von unten finde ich hervorragend. Hier hast du diesen Bereich bei der Vorcha, hier sind die Impulstriebwerke. Und ja, okay, hier, das hier ist ein halb abgerundetes Teil. Aber im Original wäre das ein quadratisches Teil. Das haben sie aber hier gemacht aus Stabilitätsgründen. Warum sollte das grüne Teil hier vorne dran? Beziehungsweise, warum sollte das grüne Teil hier dran? Das ist irgendwie ein bisschen weird, finde ich persönlich. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ja, dass das Teil, warte mal, ich nehme es nochmal ab. Hier hinten sieht es einfach falsch aus, weil ich halt, ich habe als Kind mit der großen Vorcha von Playmates immer gespielt. Ich weiß ganz genau, das hier ist ein quadratisches Teil, weil ich nämlich immer dachte, das ist hier der Frachtraumbereich. Da haben die Klingonen ihre Antimaterie, Deuterium, was auch immer die für ihren Antrieb brauchen, ja. Ist hier drinne. Das war ein Quadrat. Da war nicht da vorne nochmal sowas dran. Und ich, ja, okay, die Klingonen haben hier so einen Steg. Also an ihrem Steg nochmal so ein Ding runterbaumeln, sage ich jetzt mal. Hört sich komisch an, aber das kannst du doch auch nicht so darstellen. Ich verstehe diese obere grüne Plate nicht. Entschuldigt bitte, dass ich da jetzt gerade so drauf rumgereitet bin, aber wie gesagt, geht mir nicht ins Horn. Ansonsten muss ich mal sagen, bis auf halt diese Röhre, finde ich den echt cool. Das klingonische Logo, das Herz der Tugenden, das ist wirklich verdammt cool dargestellt. Das gefällt mir auch besser als das romulanische Logo, dazu kommen wir gleich. Was ich sehr cool finde ist, wir haben hier, wie immer, unser Schildchen, was uns sagt, aus welcher Serie es kommt. Steht auch vernünftig im richtigen Next Generation Logo da. Klingon Vorcha Class, wunderbar. Das sieht gut aus, außer dass natürlich die Kamera gerade nicht drauf fokussiert. Was finde ich sehr interessant hier gemacht, das Herz der Tugenden, um die Rundung hier darzustellen, hat man quasi, wie ihr sehen könnt, hier so ein kleines Greifhändchen und dazu gehöre ich dann die Stange. Ja, da, da und da. Was das Coole ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr stellt euch das aufs Regal und ihr wollt das jetzt nicht, dass das Schild hier ist, sondern zum Beispiel hier auf der Seite einfach abnehmen, hier abnehmen, das da dran klicken, das hier dran klicken. Das finde ich richtig gut gelöst.
bei der Föderation finde ich das nämlich auch immer so ein bisschen fummelig, das dann dementsprechend umzubauen. Wenn ihr das Schild auf der anderen Seite haben wollt. Bei den Romulanern sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber bei den Klingonen ist das richtig geil gelöst. Das mag ich wirklich sehr. Und wie gesagt, auch das Logo als solches finde ich echt gut. Simpel, aber effektiv gelöst. Ja, also der Boden ist cool, der eigentliche Halter. Naja, kommen wir zur Wirtschaft. Also für den Scale, das ist ja nur ein kleines Modell. Echt gut. Das gefällt mir echt verdammt gut, die Voyager-Klasse. Vor allen Dingen auch, dass, wie sie hier vorne beim Kopfmodul die Disruptorkanone dargestellt haben. Auch mit der Gabel hier vorne dran. Das sieht echt richtig, richtig gut aus. Das Brückenmodul, da war ich erst so, als ich es gebaut habe, so, ist das nicht ein bisschen groß? Nee, sieht sehr, sehr gut aus. Oh, tschüss, bitte, ich muss mal ganz kurz husten. Scheiße, Kältung, ey. Der Aufbau hier unterhalb des Missionsmoduls, diese Riffelungen, die wir bei der Voyager haben, sehen richtig gut aus. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, sind die Bossards von den Warp-Gondeln. Ich finde, die sind ein bisschen zu sehr rot, aber auf der anderen Seite, in dem Skill kannst du es wahrscheinlich wirklich nicht besser darstellen. Mir würde jetzt kein Teil einfallen, womit du hier quasi die Spitze ändern könntest. Deswegen, also das wäre jetzt das Einzige, wo ich noch meckern würde, aber das sieht sehr gut aus. Von hinten kaufe ich sofort eine Watch ab, dass sie sogar die Seitenteile gelb dargestellt haben auf dem Scale. Also wirklich, das ist richtig gut gemacht, das Schiff. Von unten finde ich es auch nicht schlecht. Das einzige Problem ist halt, man sieht hier ganz gut, wie sie das umgesetzt haben mit dem Kopf. Warum ein bisschen fummelig, das zusammenzukriegen? Da habe ich ewig dran gesetzt, weil ich es nicht kapiert habe. Quasi, was hier ist, ihr seht schon, das hält übel gut. Der Kopf hat hier diese Stange und du hast hier dann halt so eine Noppe. Und du steckst die Stange dann durch, beide Teile hier durch und die Noppe dockt dann quasi hier auch nochmal in den Brick an. Also das hält richtig gut. Richtig, richtig gut. Und die etwas unschöne Kante ist von oben sehr gut übertüncht. Mit quasi demselben Teil, womit sie hier vorne auch die Gabel dargestellt haben. Ja, also. Wirklich. Die Voyager ist gelungen. Definitiv. Kommen wir zum Dederidex. Also, Steinequalität ist gut. Ja, vielleicht die ein oder andere Fliese ein bisschen matt, ein bisschen zerkratzt, aber Steinequalität top. So, Blue Bricks gut, ja. Ich denke, ja, das ist so qualitativer Standard für Blue Bricks. Jetzt kommen wir zum Dederidex. Zweite Welle. Der hat ein bisschen gebraucht. Ich habe den. Wann habe ich ihn denn das erste Mal gesehen? Ich war ja zweimal bei Tamina. Ich bin quasi zweimal bei Tamina um dieses Modell drumherum getanzt. Der hat mehr Probleme. Zweite Welle. 510 Teiler, 30 Euro, 29,95. Er hat Drucke. Ja, wir sind hier im mittleren Scale, merkt man ja auch. Er hat ja deutlich mehr Teile. Er hat Drucke, er hat sehr viele Drucke und bei den Drucken gibt es nichts auszusetzen. Ja, ich zeige euch mal von der Seite. Ja, hier. Ganz viel. Natürlich hier bei der Voyager, das Schild ist auch ein Druck. Ja, aber das ist der einzige Druck bei der Voyager. Mehr braucht es auch nicht, weil nur kleiner Scale. Bei den Romulanern haben wir richtig viele Drucke. Und jetzt ist es schon wieder passiert. Ich habe hier ein kleines Detailsteinchen in der Hand schon wieder, ja? Oder beziehungsweise ein kleines Detailaufbau. Kommen wir gleich zu. Ja, vor allem, mein Lieblingsteil ist immer noch das romulanische Logo hier vorne. Sie haben sogar versucht, Details hier durch Drucke darzustellen. Here we go. Es ist zwar jetzt gerade doof, dass der mir runtergefallen ist und dass der mir total auseinandergefallen ist, aber es wäre sogar ein Teil weggeflogen. Aber es ist gerade Glück im Unglück. Jetzt kann ich euch nämlich was zeigen.
Was ich an diesem Modell echt nicht gut finde. Ich wollte nämlich nicht auseinandernehmen, jetzt ist er mir aber auseinandergefallen und oh shit. Ich muss mal ein bisschen mit Mikrofon jetzt auch näher. Ich versuche euch das jetzt mal zu zeigen. Ja, ich glaube, ihr könnt das erahnen. Seht ihr hier diesen hellen Streifen in den Haken? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist nicht Lichtreflexion. Das haben die unteren Teile nämlich auch. Ah, jetzt mit dem Fokus ein Problem. Wisst ihr, was da passiert ist? Die sind überspannt. Die sind einfach simpel, schlicht und ergreifend überspannt. Und ich saß hier, hab den zusammengebaut. Und das ist ein bisschen, wirklich ein bisschen fummelig und ein bisschen hakelig, den die Deridex zusammenzusetzen. Hab ein paar Anläufe gebraucht und auf einmal fiel mir auf, alle Haken haben diese Überanspruchung. Also ihr lauft wirklich Gefahr, dass die euch da abbrechen an der Stelle. Ja, Toleranzen, Ladies and Gentlemen. Da haben wir wieder dieses ganz böse Wort Toleranzen, die Haken für den Deridex, damit der Deridex halt hier diesen Winkel in den Flügeln hinkriegt. Die Haken sind wieder mal so dieser Mühe, diese Toleranzmühe. Und in dem Fall, oh Gott. Oh Mann. Ich schäme mich jetzt schon, dieses Video hochladen zu müssen. Der fällt mir ja wirklich gerade total auseinander. Oh, es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Warte mal. Die Warpgun, die muss jetzt hier unten runter. In Zweifelsfall muss ich es wirklich cutten, glaube ich. Hier ist mir sogar noch der Flügel abgefallen. Ach du meine Güte. Das fällt mir auch auf. Hier fehlen wieder die beiden Details. Sind die mir runtergefallen? Ja, Tatsache. Hier, die Teile. Die fallen mir auch immer zu regelmäßig ab. Also die Haken sind von der Toleranz her jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und diese kleinen Teile hier, die sind, naja, das sitzt halt hier nur auf einer Noppe. Und auch bei einem Lego-Modell werden die immer zu abfallen. Und ich weiß jetzt echt nicht, wo auf der Seite fehlt jetzt der Haken. Ich weiß nicht, wo der hingefallen ist. Ich sehe den gerade nicht. Also der Warbird, der Deridex, also zum Spielen ist der nicht geeignet. Im Kind würde ich die Vorcha sofort in die Hand drücken. Den Deridex, der ist zu delikat. Der ist definitiv zu delikat. Und nicht nur, dass die Haken ein Problem sind. Ihr seht es gerade. Sehr, sehr gut und deutlich. Der hier ist viel dunkler als der hier. Das ist das allererste Mal in wirklich Lego, Blue Bricks, Creo, in all den Bausteinen, die ich bisher zusammengesteckt habe, dass mir hier wirklich mal ein derber Unterschied in den Farben auffällt. Guckt euch das mal an, das sieht man sogar durch die Kamera, dass der hier wirklich viel, viel, viel dunkler ist als der da. Und das hier sind auch nochmal zwei Teile, also vier Teile, viermal das gleiche Teil, zwei unterschiedliche Farben. Drei sind richtig, der vierte nicht. Und das ist nicht nur eine leichte Farbabweichung, vielleicht, wo man dann sagen könnte, ja, sind Pigmente oder so ausgegangen. Das hier ist, also, das ist für mich schon ein derber Unterschied. Also, ja, naja, aber zweite Welle halt. Wir haben uns verbessert in der Qualität, wir sind aber immer noch nicht da, wo wir sein wollen, hundertprozentig. Ist ärgerlich. Ist wirklich ärgerlich. Klemmkraft, und zwar abgesehen von den Haken und den kleinen Teilen hier, ich habe schon wieder diese Flügel in der Hand. Das ist okay, weil die größeren Teile funktionieren ja alle eigentlich ganz gut soweit. Ja, ich meine, ihr habt es ja eben gesehen, als er mir auseinandergefallen ist, die großen Flügel haben gehalten. Die kleinen Teile fallen mir immer zu ab. Naja. Was sie einfach mal hätten machen können, sind noch ein paar mehr von den runden Teilen. Ja, vielleicht hätten sie sogar noch einen Weg finden können, das hier zum Beispiel zu vereinfachen. Ich verstehe auch immer noch nicht so ganz hundertprozentig, warum wir hier diese Platten haben mit den Stangen außen dran.
es ist mir noch nicht ganz aufgegangen, was genau da dargestellt werden sollte. Und ihr seht auch ganz gut, was jetzt hier fehlt. Diese Details, um hier halt quasi den Flügel richtig schlüssig mit dem Rumpf des Schiffes zu verbinden. Hier, dieser Aufbau hier und diese Schräge hier, diese Platte. Die fallen mir halt andauernd ab. Und das liegt jetzt hier irgendwo verteilt auf dem Boden. Ich muss ich nachher nochmal suchen. Ja, also wie gesagt, hätten sie noch ein paar mehr von dem mitgeliefert, damit man den Aufbau hier ein bisschen stabilisiert, dann würde mir das nicht immer zu abfallen. Und ich wage auch mal zu bezweifeln, ja, die Klemmkraft ist nicht, da sind wir erst 90% des Weges hier bei dem Modell. Ich denke aber, selbst wenn die Klemmkraft besser wäre, würde das immer zu abfallen, weil das hält halt bloß an einem Brick, ja. Es ist halt, der Warbird ist wirklich sehr, sehr delikat. Und ich habe auch versucht, weil ich glaube, das ist falsch. Das hier ist ja wirklich tatsächlich der Frachtbereich beim Deteritex, ja. Die sollten nicht im Winkel sein. Die oberen Flüge sollten eigentlich mal im Winkel sein. Ich habe das versucht einzustellen. Aber ich weiß nicht. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, aber auch irgendwie wieder schräg. Und ich habe das versucht mal einzustellen, dann ist mir wieder alles auseinandergebrochen. Das ist ärgerlich. Aber ja, ich muss aber mal sagen, abgesehen von der Steinequalität, ich glaube, besser kriegst du es nicht hin, den Deridex darzustellen. Weil der halt, die Flüge sind halt angewinkelt. Du brauchst zwei davon, wo dann die Warpgondel noch dazwischen hängt. Die Warpgondel finde ich im Übrigen wirklich fantastisch gelöst. Wir haben hier das Warpfeldgitter, das geht hier hinten auch nochmal raus. Warte mal, kann ich euch das von der anderen Seite? Also es fällt mir gerade ein bisschen schwer mit meinem Aufbau hier. Das seht ihr auch nochmal. Nochmal so halb durchsichtige grüne Steine bekommen, Platten reingesetzt, wunderbar. Ich weiß nicht, kann ich euch das irgendwie mal von innen zeigen? Ja, von innen ist es halt alles sehr glatt gefliest. Ja, also wie gesagt, so von der Sache her finde ich ihn gut gelöst. Gut gelöst. Aber halt, kann ich euch das zeigen? Ja, selbst hier der obere Aufbau sieht halt sehr, sehr gut aus hier, ja. Unterschiedlichen Decks vom DDR-Dex. Ja, also rein artistisch gesehen finde ich ihn gut. Aber wieder rein von der Teileumsetzung, naja. Ein bisschen überingeniert. Könnte man, glaube ich, dazu sagen. Overingeniert. Gut, setzen wir den mal. Jetzt geht das Teil schon wieder ab, ey. Setzen wir den mal ein. Das ist das romulanische Logo. Ist angesiedelt an Star Trek Nemesis. Finde ich jetzt erstmal so nicht falsch. Hätte auch das TNG-Logo bevorzugt. Vor allen Dingen, weil ich halt diese Mischung aus diesem ziemlich bläulichen Grün und diesem ziemlich grünlichen Blau immer so cool fand in dem romulanischen Logo. Ja, sie haben sich für die einfachere Nemesis-Version entschieden. Kann ich nachvollziehen. Oh, es tut mir leid, Leute. Aber selbst das, ich weiß nicht. Irgendwie kaufe ich es nicht ganz ab. Ich schätze mal, meinem Auge fehlt einfach hier der bündige Abschluss, weil hier halt die Röhre für den Deteridex dann durchkommt. Ja, das ist ein bisschen, das finde ich gerade von den Logos her mit das schwächst umgesetzte. Genauso wie das galassianische Logo bei der kleinen Galor. Ihr seht hier aber schon Next Generation Logo, perfekt. Deteridex und Bluebricks hat sich für den Scale entschieden, dass der Deteridex 1000 Meter ist. Ist valide, auch der Deteridex hat da so seine Probleme, was den Scale angeht. Aber sie haben sich für den kleineren Scale entschieden. Ist okay. Gibt es nichts auszusetzen. Ist, wie gesagt, ist auch der Druck. Nur noch mal ganz kurz, dass ihr auch noch mal die Drucke von der anderen Seite seht. Oh, lol. Hier ist auch noch mal ein bisschen was lose. Wie gesagt, also der Deteridex, der ist wirklich bloß was zum Hinstellen und zum Angucken. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt ein Kind in die Hand drücken wollen, das Schiff. Ach so, richtig. Ich das vergesse, das Logo. Das finde ich doof. Ich bin am Überlegen, das ganz leicht abzuändern, weil das der Vorteil ist, das hält sich hier wieder
an dem Brickfest mit der Aufhängung. Ja, ja, das ist wieder dieser Brick, den man anwinkeln kann. Und der sitzt dann halt hier. Und der sitzt dann gleich oben drauf. Und wenn ich das Ding nur händle, wie ist dieses Schild so oft abgebrochen? Nur beim Hinstellen oder so. Ich bin halt wirklich derbe am Überlegen, ob es nicht irgendwie eine andere Position gibt. Warum haben sie es nicht zum Beispiel auch hier vorne dran gesetzt? Ja, ich meine, hätte man hier nicht hier vorne das so seitlich oder gleich so hier dran brachen können? Irgendwie, also das Schild ist ein bisschen... Das sitzt da auch ein bisschen doof. Wie gesagt, der romulanische Halter, finde ich, ist jetzt... Das ist der Schwächste. Muss ich mal so hart sagen. Der ist immer noch cool. Ich möchte nicht sagen, dass der nicht irgendwie schlecht ist, aber er ist der Schwächste von denen. Ja, hier. Jetzt ist das hier schon wieder so ein bisschen... Es geht. Ich habe eben gedacht, dass der Dideridex das schon wieder so ein bisschen umgeknickt hat, aber... Jetzt habe ich das auch schon wieder in der Hand. Also, Vorführeffekt nehmen wir es einfach mal. Aber, um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen. Wir haben hier einen Haufen Prints. Das ist positiv. Aber die Steinequalität, die Klemmkraft von verschiedenen Teilen, dieser dicke Farbunterschied hier in den langen Teilen und die Haken in ihrer Toleranz, dass wenn du die mit den Stangen da zusammen steckst, dass die da schon anfangen, sich zu überspannen. Und dann noch, dass du dann den Winkel von den Flügeln herstellen sollst. Mit diesen Haken. Die Klingonen haben definitiv die Nase vorne. Was hier das angeht. Die Watcher, warte ich, Tüte mit einer soliden 9 von 10. Es gibt ein paar Details, die ich hätte anders machen sollen. Die Deridex, würde ich mal sagen, abgesehen davon, dass jetzt tatsächlich irgendwie schon wieder der Flügel hier schief ist, ja, 7 von 10, 7,5 von 10, sowas in der Art. Sie sind beide gute Modelle. Für das, was sie sind gut, nur hier sind wir Steine qualitätsmäßig erst 90% des Weges gegangen. Hier sind wir schon solider unterwegs, definitiv. Die Deridex gibt es auch nochmal in einer kleinen Variante, aber ich wollte einen mittleren Scale haben. Weil die Watcher ist ja was bei den 400 Metern in der Lore. Wie gesagt, hier steht ja 1000 Meter drauf. Deswegen wollte ich ihn lieber im mittleren Scale haben und die Watcher im kleineren Scale. Finde ich, sieht auch sehr gut aus, so von der Sache her. Ja. Gut, das dazu hätte ich mal gesagt. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mal gucken, womit. Aber Blue Bricks wird euch definitiv nicht so schnell entkommen hier auf dem Kanal. Und ja, wir sehen uns dann irgendwo da draußen wieder. Ich gehe jetzt meine Stimme schon. Bis dahin. Tschaußen.